Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen beim literarischen Paper Quartett live aus der PubMed-Zentrale Charité Campus Berlin-Buch. Wie immer möchten wir Ihnen natürlich auch heute ein ausgewähltes wissenschaftliches Paper vorstellen, welches für Sie, meine lieben Zuschauer, die wissenschaftliche Spitze von morgen von unabdingbarer Bedeutung ist. Begrüßen Sie mit mir heute Abend zusammen meine Gäste, Frau Professor Dr. Rennert Müllersdorf-Rebstock. Frau Professor Dr. Med. Dent Freiburg zu Hohenschönhausen. Herrn Professor Dr. Med. Dr. H.C. Arm-Rudolski. Sowie Privatdozentin Dr. Med. Ved. Hurz. Aber wenden wir uns gleich dem Artikel zu. Die Arbeitsgruppe um die Herren Takahashi, Kobayashi, Takamatsu und Yomamoto hat kürzlich ihren in Fachkreisen doch etwas umstrittenen Artikel mit dem Titel Spontaneously G-Protein-Activated Inwardly Rectifying Potassium Channel Inhibition and Rescue of Fever Mouse Motor Functions by Antidepressants at Room Temperature publiziert. Liebe Frau Professor Dr. Müllersdorf-Rebstock, Ihre Arbeiten auf dem Gebiet der Therapie der therapierefraktären endogenen Depression motorisch beeinträchtigter Mausmodelle mit downregulierten GIG1 zu GIG2-Quotienten mit selektiven Serotonin-Reuptake-Inhibitoren sind bis heute unangefochten. Das ist nicht ganz richtig. Die Arbeiten sind der derzeitige Goldstandard. Ja, aber liebe Frau, wie beurteilen Sie die Arbeiten der Herren Takahashi et al.? Man muss da differenzieren. In meiner jüngsten Publikation, Rapid Experience Dependent Changes in Levels of Synaptic Sync in Primary Somatosensory Cortex of the Adult Depressed Mouse, habe ich zeigen können, dass Depressionen im Mausmodell signifikant zugenommen haben. Schön! Schön, schön! Meine sehr verehrten Damen und Herren, was soll denn daran schön sein? Ich muss da eindeutig die Herren Takahashi kritisieren. Die geehrte Frau Kollegin hat wohl nicht erkannt, dass der terribiläre und pontine Zelluntergang in Viva nicht durch Inhibition von GIRC2-Kanälen, sondern vielmehr doch durch die Fütterung mit gesalzenem Käse hervorgerufen wird. Spektabilis, lassen Sie uns nicht unter unserem Niveau sprechen. Diese Ihre Aussage steht im direkten Kontrast zu den Arbeiten von Nitsch et al. Mit dem Titel... Mit dem Titel Evidence for the Colocalization of PAV Albumin and Glutamate, but not GABA, in the Parferin Path of the Jabal Hippocampal Formation. A combined immunocytochemical microprocessor analysis. Denn dort wird auch nun eindeutig gezeigt, dass Musik mit einer direkten Downregulation der spannungsabhängigen GIRC1-Kanäle korreliert. So ein Unfug! Unter uns gesagt. Wir mögen zwar das Mozartjahr haben, aber Musik hat damit doch gar nichts zu tun. Ja, das kann man so sehen, aber eine andere Bewertung ist ebenso möglich. Ich meine, wenn man die kleinen Nagetiere unter so moderne Antidepressiva setzt, na dann ist doch klar, dass sie gute Laune kriegen. Was? Ebenso wenig verwunderlich ist der Heißhunger der Kleinen auf gesalzenen Käse. Dieser rührt eben nicht von dem Untergang Pontina, sondern vielmehr von dem Untergang hypothalamarischer Neuronen her. Ah, schrecklich! Liebe Kollegen, die Meinungen gehen hier offensichtlich auseinander. Die Sendezeit ist auch schon weit fortgeschritten. Aber lassen Sie mich am Ende der Sendung nur noch einmal den methodischen Hintergrund in den Vordergrund rücken. Das ist sehr vernünftig. Meine Frage an Sie. Wie beurteilen Sie denn die Qualität der Immunhistochemie? Also selbst wenn ich den Ergebnissen nicht trauen kann, so war die Färbung doch exzellent. Das ist auch kein Wunder. Schließlich habe ich diese Methode etabliert.
Die hier verwendeten Antikörper Calbindin D28K und Caspro-3-7 verwende ich auch immer. Wobei eigentlich nur der erste brauchbare Ergebnisse erzielt. Tolle Bilder, diese possierlichen Nagetiere. Das kann ich nicht erinnern! Das war Schwachsinn! Unheimlich! So eine Frechheit! Diese Diskussion entbehrt jeglicher Grundlage, dass es immun ist zu chemischer Selbstmord. Ein molekularbiologischer Schlag ins Gesicht. Es bricht mir, liebe Kollegen, das Myokard. Diese Diskussion entbehrt doch bitte jeglicher Grundlage. Erstens, Depression bei Viva-Maus-Modellen konnte nie signifikant nachgewiesen werden. Und zweitens, das Expressionsmuster an hypothalamischen Viva-Neuronen an GIRK 1 und GIRK 2 konnte nie neuroimmunochemisch unter Verwendung dieser Antikörper gemessen werden. Dafür brauchen wir ein heliumdotiertes Magnesium-Medium, 12 Kelvin, 38,6 Millibar und wir müssen stetig umrühren. Das haben die Kollegen hier offenbar nicht verstanden. Das ist Dachdeckerniveau. Ich empfehle Ihnen in Zukunft, lesen Sie meine Artikel, bevor Sie über irgendwas reden. Oder noch viel besser, fangen Sie erstmal mit ein bisschen Trivialliteratur an. Danke.